Und ein paar Sachen, die ich auch noch klären wollte, Sie haben so ein paar Sachen angesprochen, zum Beispiel, dass in L-Thyroxin ist ja Jod enthalten, ne? Aber in den natürlichen Schilddrüsenextrakt nicht, oder? Das kann man so nicht sagen, nee. Da ist Okay. überall Jod drinnen. Also Okay. das L-Thyroxin ist synthetisch hergestellt, da sind 4 Jodatome auf diesem Tyrosinmolekül drauf. Schon ziemlich jodreiche Arznei. Wenn ich Schilddrüse nehme, habe ich natürlich auch beim Tier den Fall, dass das Jod, was das Tier bekommen hat, ja zu 80% in die Schilddrüse geht. Es wird ja dann aufgenommen, abgespeichert und daraus werden dann diese ganzen vielen Hormone und Unterhormone gebildet. Und ein Teil ist freies Jod. So gesehen, am Jod würde es sich nicht so sehr unterscheiden, sondern das Problem beim L-Thyroxin ist, dass Sie eine unwirksame Vorstufe haben. An sich wirkt es mal nicht. Und wenn Sie es geben, kann das aktiviert werden, je nachdem, nach den Bedingungen, die der Körper hat. Das ist natürlich grausam, wenn jemand eine Schilddrüsenentfernung hatte und danach noch eine Bestrahlung. Das heißt, ich habe alle Schilddrüsenzellen zerstört. Ich habe die Speicheldrüsen zerstört, ich habe andere verwandte Gewebe zerstört. Dann ist es fast unmöglich, mit L-Thyroxin zufrieden zu werden, weil sicher kann die Leber, wenn sie ein bisschen jünger sind, noch einen Teil davon irgendwie umwandeln oder nutzbar machen. Aber sie werden sich immer herumschlagen müssen mit Abbauprodukten von T4, die nicht gut sind.